Was ist das denn hier alles? Backsteintoiletten. Okay, was ist das? Sind gerade nur noch Angestellte da. Okay. So, jetzt ist der Tag gleich rum. So, was machen wir denn jetzt dann hier den nächsten Tag? Noch ein Gehege bauen und gucken, ob wir noch irgendwo Tiere herbekommen? Oder was machen wir? Zeit auszubauen. Ich habe vor, einen Transporthandel zu eröffnen, um industrielle Fahrzeuge und Busse zu verkaufen. Wenn du einen Geldbetrag investieren willst, eröffne ich ein Konto für dich und stelle sicher, dass du an erster Stelle stehst, wenn du Busse kaufst, um deinen Zoo zu bedienen. Ja, wir haben gerade Geld. Die Horizon Herald. Neues Geschäft. Dank einer Investition des örtlichen Zoos hat Carl Sawyer ein Transportunternehmen eröffnet. Er hatte dies zu sagen. Ich bin so glücklich, ich werde nicht nur Busse an den Zoo verkaufen, sondern auch alle möglichen anderen Industriefahrzeuge an die Menschen in der Umgebung. Sawyer hofft eines Tages sein Geschäft, um seine andere Liebe zu erweitern. Themenparkattraktionen. Aber im Moment sieht es so aus, als würde das Geschäft dieses Transport-Tycoons in der Gegend fantastisch gut abschneiden. Cool. Muss mal kurz meine Flasche hier drüben hinstellen. Nicht, dass ich die noch runterschmeiße. So. Piep, piep. Cool. Also, was gibt's noch für Tiere? Naja, es gibt... Es gab doch... Irgendwo eine Übersicht. Hier so, oder? So, ich glaube, das sind die Basistiere. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, genau. 56 Basistiere gibt es. Aber du kannst ja gefühlt alles mit allem kreuzen. Also. So, wir haben. Warte mal, wir haben einen Tierpfleger. Also Franklin. Okay. Wir haben unterschiedliche Zonen. Kümmert sich jeder um seine eigenen Tiere. Gut. Wir kriegen aktuell ja nur Tiere hier aus. Oh, hier ist ein. Oh, guck mal, wie bunt. Zwei neue Gänse. Na, man kann zum Beispiel auch eine Giraffe mit einem Elefantenkopf züchten. Also, hier geht es nicht nach Physik oder irgendwas. Hier geht es einfach nur um Crazy. Craziness. Guck mal, der Zoo ist neu. Ich habe keine Tiere für den Handel. Oh, hier gibt's Schweinchen. Aber ich habe keine Schlange. Ich habe immer noch keine Schlange. Oha. Passt auf, wenn wir die Gänse haben... Okay. Wenn wir eine gezüchtete Gans haben, können wir die Schlange gegen die Schweinchen eintauschen.
Also aus dem gezüchteten Ding, also aus der gezüchteten Gans kriegen wir eine Schlange. Diese Schlange wiederum, wenn die Nachfahren gezeugt hat, also brauchen wir zwei Schlangen, können wir das handeln, dass wir Schweine bekommen. Oder Hyänen. Ich wäre für Schweinchen. Ich möchte Schweinchen. Wie kann ich denn jetzt hier einfach... Ich bin gerade wieder... Ich möchte einfach nur... das Wasserding... schieben. So. Also ich habe mal für die Hasen ein bisschen größeres Gehege gemacht. Weil dann können wir hier die Hasen noch holen. Was, der... Nee, hier oben sind die Hasen. So. Dann haben wir alle Hasen abgeholt. Rosa Giraffen? Wahrscheinlich, wenn du ein Schwein und eine Giraffe kreuzt, vielleicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich möchte gern ein Gehege bauen. Was brauchten denn die Schlangen? Als nächstes kriegen wir ja Schlangen. Die brauchen Wüste. Dann kriegen sie Wüste. Ich kann das hier mit dieser Pixel-Grafik immer ein bisschen schwer einschätzen, wie groß das Gehege am Ende ist. Oh, Ende der Woche gibt's. Okay. Okay. Ich glaube, das ist ab nächster Woche ein bisschen aussagekräftiger. Nächstes hier ist 50 Besucher an einem Tag zu haben. Okay. Forschen zum guten Zweck. Also ich muss ein Auge auf die Emissionen dieser Region haben. Ich habe einen Vorschlag. Wieso erforschst du nicht ein paar alternative Energiequellen? Bus kaufen. Kathleen hat mich überzeugt, Aktien deines Zoos zu kaufen. Und ich habe einige Ratschläge. Du brauchst Transport. Viel Transport. Wenn du Menschen in deinen Zoo bringst, hast du im Wesentlichen mehr Kunden. Gehe also zum Eingangstor und kaufe so schnell wie möglich einen zweiten Bus. Der stresst mich doch nicht so. Eins nach dem anderen. So, Forschung. Wir sollen dieses Windkraftanlage freischalten. Brauchen wir 10 Forschungspunkte, okay. Oh, jetzt komme ich wieder Geschäftskunden.
mein Gott, wir haben wieder ein Baby. Wir haben schon wieder einen Schwarzmarkthändler hier. Guckt mal das Baby. Können aber mit dem Baby nichts machen. Nein. Wir warten mal. Okay, hier. Unsere Gänse kommen an. Und die Hasen. Guck mal. Die sehen voll schön aus. Fangen die Leute jetzt wirklich an zu meckern, weil hier gerade kein Tier drin ist? Ich hab's doch nur schon mal vorbereitet. Oh, wir haben zwei Babys. Reicht denn da das Futter jetzt noch? Vielleicht mal gucken. Scheint aber alles soweit noch okay zu sein. Was ich bis jetzt gut finde, ist, dass man sich um die Gebäude keine Gedanken machen muss, dass die irgendwie kaputt gehen oder so. Keine Pause für die Müden. Was für ein Zoo. Was für ein Zoo hat nicht genug Bänke? Nimmst du keine Rücksicht auf die ältere Bevölkerung? Und was ist mit faulen Leuten? Du solltest dir mehr Gedanken machen und ein paar Bänke bauen. Ich habe schon 5, 6, 7 Bänke gebaut. Bau Toiletten. Ah, mit dem kann ich handeln. Möchte ich das? Wir könnten handeln, dann kriegen wir die Schlange. Gut.
Ich habe leider die eine schöne Gans direkt wieder weggegeben. Es tut mir leid. Bitte seid nicht böse. So, die Schlangen brauchen dann bestimmt auch Wasser. Aber guck mal dann mal, wenn es soweit ist. Die haben doch zwei Bälle. Mehr als Bälle haben wir ja noch nicht. Kriegen das nicht noch einen dritten Ball? Okay, wenn die Schlangen da sind, holen wir uns den Bus für 2000. Ich würde hier gerne noch ein Gehege hinmachen, aber ich weiß nicht. Als nächstes kriegen wir die Schweinchen, richtig? Genau, und die Schweinchen brauchen dann wieder ein grünes Gehege. Das können wir ja schon mal hier hinbauen. Nein! Oh Gott, ich bin doof. Wieso kann ich... Achso, die Tür. So. 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 Das klingt gut, damit die Armwürfel. Die wollen schon seit 9 Tagen in den Zoo und passen nie in den Bus. Mensch, die armen Leute. Gott, wir haben so viele Hasen. Ist das denn normal? Ich auch. Ich glaube, erstmal brauchen wir halt einen Grundstock an normalen Tieren. Bis wir dann... Oh, hallo Susi, willkommen zurück. Bis wir dann anfangen können, auch mal was zu züchten, was ein bisschen außergewöhnlich ist. Ich hoffe, es hat geschmeckt, Susi. So, die Schlangen kommen morgen. So, was machen wir dann? Weiß ich auch nicht so richtig, was wir dann machen. Könnt ihr noch mal Bänke hinstellen? Oh je, Julia. 18 Leute passt nicht in deine Busse. Oh Gott. Wir brauchen den zweiten Bus. Okay, wir können mit dem Handel jetzt, mit dem Hasen können wir handeln. Guck mal, die Babyhasen. Oh mein Gott, ist das süß! Vermehren sich wie die Karnickel, auf jeden Fall. Kunst oder Allgemeinbildung? Als falsches Tier deklarieren. Hey, ich habe gesehen, dass ihr Gänse in eurem Zoo habt. Aber wisst ihr, was noch großartiger ist? Ein Pfau! Technisch gesehen ist es nur eine Gans, die farbig ist und einen schicken Kamm hat. Ich könnte den Kamm aus Pappmaché machen. Das wäre toll. Ich übe an meinen Fähigkeiten und eure Besucher sehen einen noch exotischeren Vogel. Chat, nehmen wir das an? Nehmen wir dieses Angebot an, eine unserer Gänse einfach als Pfau zu
zu tarnen. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. Na, wir haben noch zwei Gänse. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt, ob das Männlein-Weiblein dann übrig bleibt, aber. Na komm, wir machen das mal.